Moin Mädels, moin Jungs. Ja, herzlich willkommen. Wir hatten ja diese Woche die Aufgabe, uns zu verkleiden. Bei mir ist alles in Erdnussbutter, wie ihr seht. Das ist der erste Witz, ne? Ja, ja, das ist der erste Witz, den ich heute bringen muss. Und der zweite, der kommt später. Wir kommen direkt zur Community-Aktivierung. Ne? Da habt ihr ja schon geschrieben, dass ihr das auch als Formulierung ganz nice findet. Das werde ich jetzt etablieren. Denn wir haben uns einen schönen Tweet rausgesucht. Da gucken wir direkt mal rein. Auch natürlich mit allen Sülze-Mitgliedern, die mit am Start sind. Falscher Scheiße. Da muss ich einen Cut setzen. Ja, wir haben hier ein tolles Falls Spiel. Ihr euch fragt, warum hier ein Cut war, er war eben auf einer Pornoseite aus Versehen. Nee, ich habe das Teamspeak geleakt. Aber das ist ein anderes Thema. So, wir haben hier, hinter mir liegt noch Papo auf dem Boden. Das finde ich sehr schick. Währenddessen hat der gute Störsi in seinem Hühnerkostüm den Henno an der Angel. Und ja. Ich habe wenigstens irgendwie, also ich bin derjenige, der am wenigsten verletzt wurde bislang von Sterzi, glaube ich. Das stimmt, ja. Und ihr Weil, und ich hänge hier so ein bisschen rum. Bei euch hängen die Gedärme raus. Ja, ja, true. Christo hat sich, ja. Overall kann man sagen, es ist ein sehr brutales Bild. So. Ja, Brutal, ist ja auch brutal, Digga, brutal. Die Annie verarbeitet ja auch mit ihrer Kunst Dinge. Kunst. Ja. Ja, nun, was ist das eigentlich für eine Haltung? Du meintest, Ja, das sieht aus, entweder als wäre ich beim Gynäkologen oder das würde ich übel scheißen. Ja. Ja, moving on! Gefällt mir. Währenddessen sehen wir jetzt noch den Kommentar unter Barts Folge, den ich gerne noch von meinen Sülze-Freunden gleich erklärt bekommen würde. Denn Sehr Hand gerne. Of Uncut hat geschrieben, sorry fürs Mobben, war nicht cool. Oh. Danke für, für das Community-Kommentar. Ja. Er hat meinen Kommentar. Ja, cool, ja. Oder? Kalle. Ja, was habt ihr mit Bart gemacht? Wollen wir nicht einfach diese Folge jedes Wort singen? Nee. Oder Kalle, ich habe eine andere Community-aktivierende Challenge. Ja, gerne. Wir beleidigen uns gar nicht in der Folge und geben uns nur Komplimente. Oh, das finde ich gut. Boah, das ist gut. Das finde ich gut. Darauf trinke ich erstmal ein Water. Ich dachte, das kommt mit Whisky. Dafür trinke ich Spiritus. So. Ja, was ich gerne hätte, jetzt unter dem Hashtag Sülze. Was ich gerne hätte. Lauda, Tussi. Ah, die Fäule also. Unter dem das ist ein Killer, den wir noch nicht kennen. Soll ich dem kurz erklären? Warte kurz. Was ich noch gerne hätte unter dem Hashtag Sülze in der kommenden Woche, ist ein Bild von allen Kostümen, die jetzt in der Woche liefen. Das wäre mega cool. Ja, ja auch von Henno al Blatt. Ja, das war richtig geil. Ich dachte mir, was ist das für ein Killer? So, welchen Killer wolltest du? Also die Fäule, glaube ich, der gibt sich Hero in eine Vene. Richtig rein, Digga. Und dann sprintet der los und ist überschnell. Ach so, okay. Ja. Und, aber so ein bisschen ich wie Legion, oder was? Ja, man nennt ihn auch gerne den Flummi. Wenn ich gegen einen Gegenstand gegenspringe, kann ich die Fähigkeit wieder aktivieren. Ja, ja. Den habe ich online schon mal gesehen. Also hier im Stream. Ich habe noch nie gegen den gespielt, deswegen werde ich wahrscheinlich. Der ist sehr, sehr schwer zu steuern. Reinscheißen. Ja. Lauda, Tussi. Ja, Papo ist Killer. Alle anderen sind Survivor, Digga. Ich nehme ja auch gerne eure Killer-Tipps mit. Ich werde aber noch ein bisschen üben im Stream oder so. Oh, wir sind in der Police Academy hier. Die Map ist richtig dreckig für mich, Digga. Jo, die kannst du. Aber ist das jetzt unser Problem, frage ich mich. Ach du Scheiße. Digga, weiß ich nicht. Hä, ich kenne die Map gar nicht. Hä? Ach, cool. Leute, ich war hier noch nie. In dem einen Raum hier war ich einfach noch nie. Ist ja funny frisch. Ah, ist nicht lustig. Aber funny. Funny und frisch, oder? Da hat's gedonnert. Es hat gewittert. Wer von euch war das denn jetzt? Ich nicht. Ich petze aber auch nicht, wer es war. Er ist hinter mir. Ich weiß, wer es war. Sterzig. Ja. Sterzig. Das ist auch gewusst, ne? Das Ding ist auf dieser Map. Ich bin an seinem Röff. Röff? Super, danke fürs Bescheid. Alter, hier war ich auch noch. Ich verstehe auch gerade nicht, wo ich bin oder wo ich lang renne. Ich finde auch einfach keinen Generator. Ja, ja. Auch nicht. Scheiße. Runtergedertartet, Digga. Ich glaube, du kannst auch über diese gelben Markierungen oben am Geländer, da kannst du, glaube ich, rüberspringen. Also, jeden Gen, den ich sehe, der ist hier so umklammert. Was soll das? Digga, ich habe keine Ahnung, wohin Haken ist, wo ich dich hinbringen kann. Ich hol Stöße. Ah, hier. Das wird guck mal. Actually knapp. Wobei, ich glaube es nicht. Never mind, voll knapp. Ach, Stöße. Geil, Sterzig. Du bist einfach ein Tier. Oh Gott. Du verdienst die Sony A7.
Eventuell irgendwann mal. Oh, wow. In der Zukunft. Ich hab vergessen, dass ich im ersten Dings kann ich gar nicht schlagen. Kalle. Jo, und da sind wir auch schon weg. Genau. Der Stunt haben wir eben. Sehr gut, sehr gut. Schönes Ding. Das war ein hervorragender Stunt, Kalle. Danke, Digga. Auch, also auch, dass du halt gelauscht hast, wann er wirklich da ist und so lange noch durchgezogen hast. Oh, oh nicht Gott. Zu früh weg. Der Schrei war hervorragend. Ich kann das gar nicht ernst nehmen, wenn er Komplimente gibt. Junge, Alter, dein Arabisch wird immer besser, Sterzig. Diese Betonung, diese Leidenschaft. Alter, ich hab mich so erschrocken. Plötzlich sprintet der um die Ecke und ich krieg so einen Vorschlaghammer in die Fresse. Nee, das ist eine Pickaxe. Ach, Minecraft? Das ist eine Pickaxe, ja genau. Alter. Ach, krass. Hat er Barbecue und Chili? Wissen wir das? No idea. Aber ich hab schon also ein Cheese and Onion, ne? Das war's. Ich hab schon ein Totem komplett zerkühlt. Zerlegt, Digga. Wer holt denn Stursi? Hä? Du, Mami. Möchtest du Milch? Ach, der ist ja hier. So, schnell rüber hier über die Leiter. Ach, schade. So, Leute, wir haben noch nicht einen Generator, ne? Das ist, ist er bei dir? Oh mein Gott, da kommt einfach eine Glue vom Himmel geflattert. Oh, was ist ein Kompliment? Nein, bitte tu mir nichts. Ja, du bist ein Engel. Ich habe Mitleid. Nein, ich muss dich nehmen. Nein. Ich muss dich nehmen. Weiß halt leider nicht, wie ich zu dir... Gnu wird gerade verfolgt. Ich weiß auch nicht, wie man da hinkommt. Ja, ja. Das ist so schön gemacht, Babu. Ich versuche die ganze Zeit zu dir zu finden. Ach so. Du bist so ein toller Killer. Ich glaube, hier komme ich zu dir. Wenn wäre auch gern mal so toll wie du. Hier müsste ich sein. Nee, hier ist es doch. Das kann und ich kommen einfach aneinander halt vorbei. Schnell, 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 schnell. Ja, aber hier ist es doch. Mal aufgehängt, wow. Es ist so eine Scheiße. Du musst einfach nochmal Resident Evil 2 spielen. Ach so, ja. Also diese Map ist als Killer und als Survivor einfach nur Schmutz. Ja, ist wirklich... Es ist die Schlimmste. Was sie sich dabei gedacht haben, ne? Also weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich wieder mal gar nichts. Nein, sorry. Das ist eine sehr tolle Map. Ich finde, die ist sehr häuslich eingerichtet. Ach ja. Auch ja, die Bücherregale wirklich sehr schön. Oh, hier. Raben. Die haben sogar ein Vogelhaus, Digga. Ich hab mich mal ein bisschen kleiner gemacht, damit ihr ein bisschen was seht hier vom Balken, ne? Ja, danke. Aber ich finde, du bist auch einfach ein... Hast einen tollen Körperbau. Solider. Danke. Bitte. So. Jasmin, du hängst da wirklich. Bleib bitte mal stehen. Oh, du stehst so feini hier. Ja. Toll, jetzt sollten wir rennen, ganz schnell. Okay, ich probier's. Na gut, ich auch. Ich bin so wir haben immer noch keinen Gen, ne? Ja, hab ich gleich. Ich finde leider auch keinen süßen Gen. Ja, also. Keinen süßen? Die sind aber auch immer schön geölt, ne? Schön eingeölt. Süß ist alles super. Ist das ein schöner Abend heute? Ihr müsst euch halt merken, wenn ihr mal einen Jen gesehen habt, dass ihr den euch aufhebt, Digga. Jo. Immerhin haben wir jetzt einen. Jetzt habe ich meine Falle verschwendet, ist ein bisschen wack gewesen, aber sonst. Hallo! Kannst du mich bitte einfach da lassen? Nee. Du hast mich so schön vom Jen weggezogen. Och, Gnu, nein, nicht schon wieder. Du hörst so ein pochendes Herz. Ja, aber der kam von oben runtergeflogen. Ich bin geflogen, ja. Ich war Superman, Alter. Alter, ich war Alter das hast du aber schön gemacht. Oh, wie akkurat. Wer holt das gleiche Gnu? Loch wie vorhin. Gnu hängt immer so schön. Mimst du gerade Gnu? Oh, jetzt werde ich penetriert. Das ist ja ein Fest. Schon wieder Wochenende? Gnu, ich finde, du hängst immer so schön an diesen Haken. Ja, gell? Oh, weil ich die Penetration verhindert habe. Es ist einfach toll. Hä, das war meiner? Komm mal mit. Du machst das bis hierhin sehr gut. Ich finde jetzt keinen Gen mehr, den wir machen können. Warte. Dann suche einfach weiter, Kalle. Ja, okay. Du bist sehr gut im Finden. Senpai Henno, weißt du einer? Oh, hallo, Sterzig. Ach, jetzt verstehe ich's. Die Challenge. Henno will gar nicht nett sein. Hä? Aber du machst es wegen der Challenge. Nein, Scheiße. Der ist immer so nett. Ich hab leider verkackt. Oh, Papo, du. Hä? Ich verhalte mich doch. Mann. Verhalte ich mich nicht gut? Oder? Doch, du machst es super, Henno. Danke. Ich freue mich, dass du Teil des Teams bist. Nein! Meanwhile, stellt sich. Du musst ich höre auch nie, dass Leute Röff haben. Komm mal, ja, sorry. Das ist schade. Wir müssen hier eigentlich Röff ist schade. Ohne Ende. Ja, es ist super. Ja, also keine Calls, die Leute sind immer instant down. Aber ich muss sagen, dass ihr das super spielt bis jetzt. Ich spiele sehr, sehr gerne mit euch. Hm. Ja, ich spiele auch sehr gerne mit euch. Sei ich ehrlich, wie es ist. Ja. Guckt mich jemand?
Ja. Das wäre super. Ich würde mich so darüber freuen. Einfach nichts sagen ist ja auch okay, ne? Wer holt den jetzt Störsen? Ja, du! Immer die, die fragt. Aber ich finde, du suchst auch immer am besten. Ich laufe einfach zum dritten Mal hier lang. Also. Wieder im Kreis gerannt, ey. Scheiße. Oh, die Skill-Checks, die Skill-Checks werden echt immer blöder für mich. Ach, das ist ja. Du machst dich so toll mit deinem kleinen Pullover. Das ist so eine Kacke, man. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ah, das ist verkackt, ne? Komm mal mit, Knu, komm mal mit. Jetzt hole ich mir deinen Booty. Nana. Doch, doch. Nana. Ja, Booty. Wieder nicht. Laufen, die werden gerade verfolgt. Tolle Schreie. Ah, das ist das Problem mit der Map, Alter. Wir haben aber auch teilweise ein Organ hier aus der Gruppe, ist so schön. Wieder also gestunt! Sterze Alter, sind leider One-Tap. Ihr müsst jetzt sehr, sehr defensiv spielen, versteht ihr? Okay, na, sehr gerne. Ja. Ja, super, toll. Ach, scheiße! Mann, ich versuch's, seit 10 Jahren spiele ich Dead by Daylight und ich versuch's immer wieder. Mit diesen Scheiß-Schränken. Aber ich freue mich. Witzig. War da gerade ein S-Wort? Hm? Ich finde, Kalle ist so schlagfertig. Also Kalle ist wirklich einfach einer der tollsten Menschen. Er ist einfach richtig geiler Typ, Digga. So, bleib doch einmal mal hier sitzen, du. Ja, klar. Ich freue mich. Ich freue mich. Kartonessender Schönling. Hä? Das ist aber kein Prop. Das Schönling? Komm doch mal bitte mit. Nein. Folg mir. Folg einfach dem dicken Ass, du geile Sau. So. Du bist nicht hier reingegangen, oder? Oh mein Gott! Okay. Was hättest du nicht gesagt? Ich hätte dich nicht genommen. Das hast du so schön gemacht. Möchtest du mich vielleicht liegen lassen? Ich würde gerne noch mitspielen. Weg mit dir! In die Hölle! In den Entitus-Abgrund! Kalle, ich weiß, du hast flinke Finger. Du wirst bestimmt nicht einmal hier, Gnuli, den Fähigkeitscheck. Ja. Oh, das war, glaube ich, gerade großartig. Das war großartig. Mann, Alter, ich komme nicht zu eurem scheiß Gen. Wisst ihr, was noch großartig ist? Warum? Du regst dich so schön auf, Christo. Ja, also es hat auch eine gute Note. Ich laufe halt hier echt dreimal im Kreis und ich komme aus diesem scheiß Labyrinth nicht raus. Jetzt, ich habe noch nie auf der Map einen Ausgang gesehen. Ich weiß nicht, ob wir den finden werden. Aber ich glaube, mit gemeinsamer Kraft von Sterzig und Kalle. Ich laufe jetzt 20. Mal an derselben Stelle vorbei. Super. Ist das frustrierend? Ja, diese Map ist frustrierend. Muss doch nicht. 1 bis 10. Ja, die Map ist super. 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 So, Kalle, willst du zurückkommen, wo du gerade warst? Gerne. Super. Vielleicht auch nicht. Das Tor ist auf. Okay. Ach, schreien ist ihr also habt das Tor jetzt negativ. Schon auf. Ich bin rausgerannt. Oh. Ich bin rausgerannt. Ja, aber war direkt hinter mir. Ich musste Kalle, er ist leider die ganze Zeit bei mir. Oh. Okay, das ist blöd. Oh nein. Kalle, renn raus. Stetig ist an der Situation leider nicht so gut, wenn du reinhaust. Weil du kannst ja nicht für mich blocken, weil ich bin ja One-Hit. Ja, das ist jetzt... Ich bring dich jetzt hier hoch, Max. Das ist kein Problem. Also, Freunde, war mal wieder eine neue Folge Dead by Daylight. Ich würde mich jetzt verpissen. Und schreibt natürlich gerne weiter fleißig Kommentare, auch Challenges. Schade, dass es für Henno jetzt nicht geklappt hat in dieser Runde. Ich finde, ihr habt alles gegeben in dieser Folge. Und danke, dass ihr mich gecarried habt. Ich finde auch, die Leute, die die größten Fähigkeiten hatten, fliegen jetzt nach Hause, Digga, im Flieger. Und so. Also, ich hab ganz ehrlich gesagt, mit Papo die meisten Punkte in dieser Partie. Ja, verdient. Verdient auch am Ende des Tages, ne? Lasst den Hashtag Sülze brennen. Lasst den Like-Button erbeben. Ja, also schönes Wochenende bis Montag. Ja, hattest du Spaß? 5 Sterne. Absolut. Aber schreib auch nochmal den Kundensupport. Ist das ein schönes Spiel? Tschüss!